Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zunächst möchte ich mich bei der Bürgerstiftung ganz herzlich bedanken für diese Einladung und die Möglichkeit, hier meine Themen vorzutragen, die mich bewegen. Ich habe die Einladung sehr, sehr gerne angenommen und fühle mich da auch ein bisschen geehrt, weil ich die Stiftung und deren Arbeit schätze und weil die einen sehr, sehr guten Beitrag in der Stadt leistet. Vielleicht etwas zu meiner Person. Ich führe mit meinem Partner ein Architekturbüro. Wir beschäftigen uns eigentlich ausschließlich mit Wohnungsbau, das schon jetzt seit bald 30 Jahren. Das Büro ist seit 1995 hier in Frankfurt. Ich selbst bin 1997, also vor 24 Jahren, in die Stadt gezogen. Und das war auch eine bewusste Entscheidung, hier nach Frankfurt zu kommen, weil die Stadt hat eine sehr große Offenheit und hat mir eigentlich auch durch diese Offenheit Fremden gegenüber ermöglicht, dass ich hier meine Existenz gründen konnte und das Büro eigentlich immer weiter ausbauen konnte, sodass wir heute eines der führenden Wohnungsbaubüros in Deutschland sind. Diese Offenheit habe ich immer geschätzt und ich fühle mich der Stadt auch verbunden. Und es ist für mich eine große Freude gewesen, in den letzten 30 Jahren einen Beitrag zum Stadtbild zu leisten und eine große Freude gewesen auch, dass der Sinn meiner Arbeit, dass Menschen sich in meinen Gebäuden wohlfühlen. Was zeige ich Ihnen heute? Ich will Sie eigentlich mitnehmen durch die Stadt und möchte Ihnen zeigen, wo die ganzen Unzulänglichkeiten zu finden sind, wo ich mich unwohl fühle, was wir eigentlich machen müssten, wo die Potenziale sind. Ich glaube, dass Frankfurt ein riesiges Potenzial hat, eine sehr, sehr lebenswerte, schöne Stadt zu werden, die für alle Menschen eigentlich Orte aufweist, wo sie sich wohlfühlen. Aber Sie werden gleich sehen, dass das noch eine Menge Arbeit ist. Und mir geht es darum, Ihnen das aufzuzeigen, dass wir vielleicht gemeinsam an dieser Qualität arbeiten und diese Qualität auch einfordern. Nämlich nur, wenn wir gemeinsam diese Qualitäten einfordern und auch erkennen, dazu bin ich da, Ihnen das mitzuteilen, weil ich als Architekt Dinge intensiver wahrnehme. Nur wenn wir das gemeinsam erkennen, können wir auch uns dafür gemeinsam stark machen und diese Qualitäten auch einfordern. Nur dann können wir auch diese Stadt gemeinsam verändern. Wenn wir uns die Entwicklung von Frankfurt in den letzten Jahren anschauen, so können wir extreme Entwicklungsschübe nachvollziehen, erkennen. 80er Jahre waren geprägt durch das Museumsufer. Das heißt, es ist gelungen, diesen Schwerpunkt Finanzstadt, reine Finanzstadt, zu verschieben in Richtung Kulturstadt. Eine enorme Entwicklung, die für die Qualität des Lebens hier und der Kultur eine sehr, sehr große Auswirkung hatte. Die 90er Jahre waren damit beschäftigt, hatten den Schwerpunkt in der Entwicklung von lebenswerten Stadträumen am Ufer, sozusagen die Entdeckung des Mainufers. Ich habe deswegen auch ein Foto mitgebracht, was da eigentlich passiert ist. Die Stilllegung der Straße von Offenbach, eine Durchgangsstraße, sehr, sehr laut, die direkt am Wasser entlang lief und die heute so aussieht. Eine sehr aktuelle Situation, weil wir ja auch gerade auch uns beschäftigt haben mit der Stilllegung des nördlichen Mainufers. Dort gab es ja in den letzten Tagen, bevor es wieder eröffnet wurde, einen ziemlichen Aktionismus von bestimmten Menschen, die glaubten, man müsse jetzt unbedingt nachweisen, dass da was passiert. Weil die Kritik war ja immer an der anderen Seite, da passiert ja nichts. Also hat man angefangen, irgendwelche Events zu organisieren, um nachzuweisen, ja, man macht da ja was. Darum geht es eigentlich gar nicht. Und das ist ein typisch deutsches Element, zu glauben, da müsste was passieren, da müssten Funktionen stattfinden. Das ist so ein deutsches Phänomen. Darum geht es nicht. Es geht darum, das, was wir hier sehen, diese neue Verbindung in Split oder in, wie heißt es, wassergebundene Decke, darauf läuft fast niemand. Die Qualität liegt darin, dass wir einen Stadtraum haben, der uns beruhigt, der einfach nur schön ist, wo wir keinen Lärm haben, keinen Verkehr haben, wo wir entlang schauen und uns wohlfühlen. Das muss die Hauptaufgabe sein, wenn wir uns über Stadtentwicklung unterhalten. Natürlich kann man jetzt nicht sagen, wir machen jetzt alle das ganze Ufer überall dicht und machen jetzt überall solche Dinge. Das muss alles eingebettet werden in ein großes Verkehrskonzept, weil man kann nicht zu Lasten anderer Stadtteile plötzlich Dinge am Wasser stilllegen. Das geht nicht. Von daher war das ganze Ansinnen, die ganze Aktion von Anfang an zum Scheitern verurteilt, muss man sagen. Ich erwarte nun, wo wir jetzt demnächst eine neue Regierung haben, dass die vielleicht diese Ansätze nochmal aufnimmt und da ein Konzept entwickelt. Nach den 90er Jahren gab es eigentlich das Problem, dass wir uns nicht mehr entwickelt haben. Dafür steht das Europaviertel, es gibt den Riedberg, wo wir eigentlich zeigen, dass wir verlernt haben, wie man Stadt eigentlich baut.
Alle in der Stadt finden das schrecklich. Niemand ist damit einverstanden. Kein Mensch weiß, wie das entstanden ist offensichtlich. Und das ist eigentlich eine Negativentwicklung. Das heißt, seit den 2000er Jahren sehe ich eigentlich persönlich keine weitere Entwicklung in Richtung Qualität für den Menschen in der Stadt. Der Hintergrund allen dessen, was ich Ihnen zeige, ist doch das Zitat von Anton Corbijn. Das ist ein sehr berühmter Fotograf in meinem Alter. Deswegen bin ich da auch ein bisschen mit verbunden. Ist ja immer so, wenn man gleiches Alter hat, hat man eine gewisse Verbindung. Der sagt, alles um uns herum beeinflusst uns so sehr. Architektur hat großen Einfluss darauf, wie man sich fühlt. Schlechte Architektur kann wehtun, wenn man sie anschaut und wahrscheinlich auch, wenn man darin lebt und arbeitet. Aber ich bin kein Architekt. Das heißt mit anderen Worten, man weist uns Architekten die Aufgabe zu, die Lebensqualität der Menschen mit guten Dingen, die wir tun, gute Architektur zu verbessern. Das ist sicher unsere Aufgabe, so sehe ich meine Aufgabe auch. Nur leider Gottes sind wir nicht immer die Entscheider. Das heißt, nicht alles, was wir sehen, was schlecht ist, das muss ich meinen Berufsstand mal ein bisschen in Schutz nehmen, ist auch uns auf unsere Initiative, unser Tun zurückzuführen, weil wir nicht die Entscheider sind. Wir sind eigentlich immer Abhängige. Ich nenne das manchmal auch abwertend Lakaien. Leider Gottes ist es so, unser Berufsstand hat sehr stark nachgelassen in seiner Bedeutung. Was machen wir denn? Wir fahren eigentlich jedes Jahr zum ersten Urlaubstag, verlassen wir zu Millionen das Land und suchen Plätze auf, Räume auf, wo wir uns wohlfühlen, wo wir zu uns kommen, wo wir eigentlich kontemplativ uns bewegen, wo wir stundenlang rumsitzen, die Seele baumeln und diese ganzen Begriffe, Sie kennen diese. Das Bild, mit dem bin ich persönlich sehr stark verbunden, aus Italien. Hier gibt es keine Autos, hier sitzt man einfach den ganzen Tag und schaut den Menschen zu, die da rumlaufen. Man hört den Schall, das ist ein Raum, der sehr stark mit Wänden versehen ist, also mit Gebäuden. Man hört den Schall, man hört die Kinder, man hört das Rufen, man hat Gerüche. Und das hat, nennen wir auch Atmosphäre. Und ich glaube, dass wir ein großes Bedürfnis haben als Menschen nach diesen Atmosphären, die uns zur Ruhe kommen lassen, wo wir zu uns selber kommen. Und wir finden diese Räume nicht bei uns oder sehr selten bei uns. Und dann kommen wir zurück und sind mit diesen Dingen dann konfrontiert. Auch hier sitzen wir, hier essen wir auch. Nur hier ist das Essen kein Genuss, sondern es ist eine reine Nahrungsaufnahme und begrenzt jetzt auf die Mittagspause. Wir schauen diese Häuser an und eigentlich ist es eine Schande, womit wir uns hier auch zufrieden geben. Das ist ein Raum hier in Niederstraße. Da gibt es sehr viele Architekturbüros, renommierte Architekturbüros. Um die Ecke ist die ABG Holding, auch alles Entscheider in der Stadt, Gestalter in der Stadt, die sich in diese trostlose Ecke setzen und da Mittagspause machen. Und das ist eigentlich so eine verzweifelnde Geschichte, wo ich sage, warum lassen wir uns das eigentlich alles bieten? Warum machen wir nichts dagegen? Es gibt Räume in der Stadt, die vielleicht sowas sind, wie diesen, den ich gefunden habe, in den Wallanlagen etwas versteckt, wo man sagt, das ist doch eigentlich ein schöner Raum, hier kann ich sitzen, hier stört mich nichts, wenn ich sitze, hier komme ich zur Ruhe, hier fühle ich mich wohl. Und unsere Aufgabe ist eigentlich, diese Art von Räumen, diese Atmosphären zu schaffen, neu zu schaffen, zu kreieren. Und die Qualität der Gesamtstadt macht sich fest an der Anzahl solcher Räume, die dem Menschen gewidmet sind, wo der Mensch sich wohlfühlt. Ich zeige Ihnen jetzt im Nachgang natürlich Dinge, wo das nicht so ist, wo aber die Potenziale liegen, wenn man mit minimalen Dingen Veränderungen da rangeht, auch diesen Wunschträumen nachzukommen oder entgegenzukommen oder vielleicht auch wirklich das zu machen. Und deswegen, der erste Platz, den ich Ihnen zeige, ist das, was ich jeden Tag sehe, wenn ich aus dem Fenster schaue, der Karl-von-Norden-Platz. Den kennt eigentlich kein Taxifahrer vom Namen her. Erst wenn man sagt, dass da bei uns im Haus ein Grieche ist, der ist relativ bekannt, weiß der Taxifahrer, wo er hin muss. Sie sehen diese große Fläche, zerschnitten durch die Straßenbahn und eine andere Autospur, sehr stark befahrene Straße. Dahinter die Skyline, also wenn Sie so wollen, habe ich ein exklusives Büro, weil ich Skyline-Blick habe, aber der nutzt mir eigentlich nichts. Auf der Fläche passiert eigentlich nie etwas. Man sieht nie Menschen, der ist nur ein transitorischer Raum, das heißt, man bewegt sich hin und her, also über den Platz hinweg, aber es gibt keinen Anlass, irgendwie da anzuhalten. Vor dem Haus direkt gibt es diese Grünfläche hier, das ist mit grauem Split, das kommt nachher nochmal.
da wächst kein Kraut, kein gar nichts. Und wenn da mal was wächst, wird das sofort einmal im Jahr von der Stadt sauber gemacht. Warum das so ist, weiß ich nicht. Und nachher parken dann Autos drauf, das zeige ich Ihnen jetzt nicht. Manchmal sitze ich da und denke, was könnte man da alles machen und überlege mir irgendwas, so träume da vor mich hin. Aber ich habe noch nie die Initiative ergriffen, etwas wirklich zu unternehmen, weil ich weiß, wie schwierig das in dieser Stadt ist und dass dann diese ganze Kraftanstrengung eigentlich vergebens ist. Vielleicht liegt das auch an meinem fortgeschrittenen Alter, dass man eigentlich keine Lust mehr hat, für irgendwas zu kämpfen. Wir kommen auf die andere Uferseite zur Hauptbahnhof Südseite. Sie wissen, das war lange, lange ein völlig geschlossener Parkplatz mit Autovermietung der gleichen Sachen, eigentlich ein Unort. Dann war man ganz froh, als man hörte, das wird jetzt neu gestaltet. Ursprünglich sollte da ein Hochhaus hin. Jetzt heißt es, da kommt jetzt ein Hotel und das Parken wird anders sortiert. Und dann kommt man hin und sieht dann dieses Ding. Das ist ein Parkhaus mitten in Frankfurt, billigster Machart, mit Maschendraht verkleidet außen. Und meines Erachtens ist die völlig falsche Art, wie man mit so einem Raum an der Stelle speziell auch umgeht. Auf der einen Seite Zentrum Frankfurt Weltstadt, wie wir das immer gerne so sehen. Auf der anderen Seite Bahnhofsviertel, wir wissen alle um die Probleme des Bahnhofsviertels. Und eigentlich kann man mit solchen Nicht-Architekturen oder an so einer Stelle nicht agieren. Das heißt, man zeigt den Menschen auch, dass man sie als nicht werthaltig ansieht, dass man ihnen keinen Wert zubilligt, indem man ihnen das Billigste gibt, dann braucht man sich auch nicht zu wundern, wenn an diesen Orten Vandalismus und dergleichen Dinge ihren Fortgang finden. Man sieht an anderen Städten, das ist jetzt in Bremen, dass ein Parkhaus auch anders aussehen kann. Ein Parkhaus muss auch nicht wie ein Parkhaus aussehen. Kleine Details, wie sehen Sie hier, der Eingang passte nicht ins System, da wurde der einfach rausgeschoben, dieses Rolltor auf die Straße, auf den Bürgersteig. Also ist auch eine Missachtung jeden Bürgersteiges. Was ist da eigentlich? Plötzlich läuft man da, da steht was im Raum. Das ist das Rolltor. Da muss man auch ganz groß mit Rot Ausfahrt draufschreiben, damit man es auch findet. Auf der anderen Seite sind dann Dinge wie diese Container einfach da vorgestellt. Funktionen, die eigentlich ja im Haus stattfinden müssen, liegt wohl anscheinend daran, dass der Platz komplett in die Obhut von Netflix gekommen ist, das vermute ich wegen der grünen Farbe. Die haben den wohl gemietet. Auch ein Thema öffentlicher Raum, der plötzlich privat vergeben wird. Wir sehen aber in der Stadt auch Beispiele, wie das hier, das Parkhaus an der Hauptwache, wie man mit solchen Orten eigentlich umgehen kann. Verpönte 50er-Jahre-Architektur, wo viele sagen, ach, das gefällt uns ja nicht. Aber schauen Sie genau hin, Sie sehen hier, dass unten diese Sandsteinwände da sind und trotz Corona gibt es Menschen, die da stehen. Warum? Es gibt eine Wand, wo man sich anlehnt, kann man den Kaffee hinstellen. Das sind Orte, die dazu auffordern, sich irgendwo zu treffen. Und parallel dazu gibt es das gesamte Erdgeschoss mit öffentlichen Nutzungen. Und dann sehen Sie auch, dass diese Einfahrt relativ geschickt gemacht ist. Man kommt also rein, man kommt raus, da gibt es dazwischen diese Bäume. Und diese Einfahrt ist abgetrennt mit dieser hohen Mauer, mit diesem Sockelgeschoss von den Menschen, die oben sind. Also es kann keiner plötzlich da runterkommen und in dieses Ausfahrt reinspringen. Selbst diese ganze Verkleidung bei dem Eingang hat einen gestalterischen Wert, was man heute eben noch relativ selten findet. Und auf der anderen Seite sehen Sie, dass hier sogar eine Arkade ist neben dieser Pizzeria. Das heißt, dieses Parkhaus, obwohl diese Monofunktion, ist integriert in den ganzen städtischen Kontext, ins Gewebe und leistet einen Beitrag für das städtische Leben. Während wir das hier sehen, an dem Platz am Südbahnhof, wie das weitergeht, das ist also das völlige Leere. Ungestaltet. Natürlich, die Busse können rein und raus. Da gibt es auch bestimmte DIN-Normen dafür. Da kann man eigentlich nichts falsch machen. Aber ansonsten ist das ohne jeglichen Anspruch oder irgendwie Gestaltungswillen oder Liebe völlig seelenlos entwickelt. Die andere Seite geschaut, von der anderen Seite sieht es auch nicht viel besser aus. Wenn man dann schaut, es gibt dieses Hotel, das kragt dann über. Und jetzt könnte man ja eine ganze Geschichte, Kulturgeschichte machen über Ankommen, Abfahren, Begrüßen, Verabschieden. Das kennen wir auch als Filmen aus der eigenen Erfahrung, in welchen Räumen das normalerweise stattfindet. Dieses sagt uns ja nur, da ist es eine Glaswand, da wird sich nie jemand dranlehnen wollen.
Wo setzen die Leute sich eigentlich hin? Was ist denn, wenn es regnet? Was ist eigentlich jemand, der kommt zum ersten Mal in Frankfurt an und kommt hier an? Welchen Eindruck muss der eigentlich von der Stadt haben? Ist uns das eigentlich nichts wert? Wenn er sich setzen will, dann bleibt ihm diese Bank hier. Die ist auch noch in die andere Richtung. Und die Bank sagt eigentlich nur, sie spricht ja zu uns, ich will dich überhaupt nicht, weil sie ist ungemütlich, die ist auch schon kaputt. Und das sind ja die Dinge, erzählen alle eine Geschichte, während wenn wir eine Bänke sehen, die sagen eigentlich, sie fordern uns eigentlich auf, da zu sitzen. Und wir sehen diesen Bänken auch schon an, dass wir da gerne drauf sitzen. Und das gelingt uns nicht. Jetzt nochmal ein Blick an dieses Hotel mit dieser leeren Fläche. Und dann hat wohl der Betreiber es irgendwie eingesehen, dass man irgendwie sitzen müsste und hat dann dieses Gestell in Giftgrün hingestellt. Offensichtlich war das nicht hoch genug, dann musste er unten irgendwie Betonriegel drunter stellen. Und da, wenn man genau guckt, ist auch die Entwässerung des Daches, die dann auf dem Bürgersteig passiert. Aber auch das sind ja keine gestalteten Elemente, wo man sich gerne hinsetzen will. Eigentlich sagen die alle die Dinge, sieh zu, dass du wegkommst, dass du verschwindest und nicht, ich lade dich ein zu irgendetwas. Und eines der Themen, das ist in letzter Zeit auch in der FAZ aufgekommen, wo sind eigentlich die Fahrräder? Und da sehen wir, wo wir da hin müssen. Wir müssen nämlich diese Rampe runter in den Keller von diesem Parkhaus und da unten sind die Fahrräder. Jeder, der Fahrrad fährt, weiß, dass das ein völliger Unort ist. Deswegen funktioniert es ja auch nicht. Warum sind die Fahrräder nicht im Erdgeschoss? Und man sieht ja auch, das Ding ist nicht voll. Wir wissen, wie viele Fahrräder vor dem Hauptbahnhof stehen. Das wird nicht angenommen, weil das eigentlich ein Unort ist, der auch mit Gefahren verbunden ist und, und. Und man hätte mit so einem Fahrradhaus eigentlich das Erdgeschoss wunderbar beleben können. In anderen Städten nennt sich sowas Mobilhub. Das ist wohl hier Frankfurt unbekannt. Trotzdem gibt es immer noch Fahrräder hier, die hier schnöde in der Gegend rumstehen. Also weil es einfach einfacher ist, dass sie da oben stehen. Und jetzt kommt auch ein Lieblingsbild. Das Thema Fahrrad rumstehen ist in Frankfurt ja sehr verbreitet. Wir sehen hier ein Bild, ich muss Ihnen das leider zeigen, aus der Schweizer Straße. Wenn Sie da mal genau hinschauen, da gibt es einen ehemaligen Bürgersteig, ein ehemaliger Fahrradweg, Entschuldigung, da steht dieses Holzgestell, also ein Zeichen der absoluten Hilflosigkeit, nebendran irgendwas wie ein Ständer, hinten irgendwo ein Zaun, Werbung plus nochmal in Gelb irgendeine Flagge und da hängen diese Fahrräder rum. Und das ist ja eine sogenannte exklusive Einkaufsstraße in Frankfurt. Der ist nicht von mir der Begriff, der ist in einem Reiseführer über Frankfurt nachzulesen. Was daran jetzt elegant oder exklusiv wäre, das können Sie selber entscheiden. Gehen wir in andere Städte, ob das nun Paris oder London ist, sieht sowas völlig anders aus. Die Frage ist, warum ertragen wir diese andere Situation? Warum geht das bei uns nicht? Weil es immer ja heißt, unsere Vorbilder sind London und Paris, nicht Italien. Als Maßstab. Das ist aber der Maßstab des öffentlichen Raumes in diesen Städten. Daran sollten wir uns halten und orientieren und nicht hilflos sagen, wir sind diesen Fahrradmassen einfach ausgesetzt, wir können nichts dagegen tun. Das ist eine Aussage des Stadtrates dazu. Das als kleine Kritik, aber wir wollen heute nicht über Politik sprechen. Das kann man sich immer dazu denken vielleicht. Das ist nochmal ein Bild. Und dann sehen Sie halt auch, was ist das große Thema, wenn ich mich in der Stadt bewege, es ist das Erdgeschoss. An diesem Hotel, wenn Sie drumherum gehen, sehen Sie erstmal schwarze Scheiben, das heißt, das Gebäude ist sehr abweisend. Und zum anderen sehen Sie diese Riesenmäuler, das sind Müllhäuser, das sind eben auch Rampen in die Tiefgarage und das ist eigentlich, sind alles eigentlich Unorte. Es gibt dann den Versuch mit weißen Linien, das sehen Sie hier, das ist für Blinde. Ich weiß nicht, wie der Blinde jetzt sich da entlang bewegt, an der Seite hier, wie der dann wird er wohl von dem Poller weggeleitet, dass er nicht an den Poller läuft. Also das ist eine Sache, die eigentlich völlig menschenunwürdig ist und auch für ein Leben in der Stadt, für die Stadt selber eigentlich eine schlechte Aussage. Es gibt in der Baugeschichte, in der Neuzeit, in den letzten Jahren extrem viele Beispiele für Busbahnhöfe. Ich habe jetzt nur noch mal diese Dinge rausgenommen. Das ist jetzt nur stellvertretend für andere Städte, die viel kleiner sind als Frankfurt, die viel weniger Anspruch haben. Aber was man immer sieht, das ist immer, es gibt ein großes Dach, was uns wenigstens vom Regen bewahrt. Es gibt immer Bänke,
Es gibt immer eigentlich Bereiche, wo der Bus reinfahren kann und so weiter. Und es gibt einen Versuch mit Design, irgendwie das Thema Busbahnhof dem eine Identität zu geben. Wenn wir jetzt uns umdrehen, wir sehen nochmal hier den wunderbaren Eingang, der sich in den Bürgersteig schiebt. Sehen Sie, wir im Hintergrund unsere geliebte Skyline, in dem Falle 5 Hochhäuser, die völlig ohne jeglichen Bezug nebeneinander stehen. Wir wollen jetzt nicht über Architektur reden, aber das hat ja mit Skyline in dem Sinne nicht viel zu tun. Und davor sehen wir dann ein typisches Element der Stadt Frankfurt, Werbeplakate. Das hat immer für mich so eine Art Slum-Feeling, was mit sich bringt, den Geist von einem Slum. Dahinter erkennt man den ICE. Und das ist für mich auch ein Riesenproblem, die visuelle Verschmutzung dieser Stadt. Die Werbung ist eigentlich überall. Und dann hat man angefangen, in den letzten Jahren sämtliche Straßenbahnen zuzukleben. Das heißt, wir sind als Bürger völlig überfrachtet mit diesen permanenten Dingen, die uns von allen ablenken. Und ich glaube, das hat für die Psyche eines Menschen mit dieser permanenten Reizüberflutung extrem negative Auswirkungen, dass man dann nervös wird. Also mich stört das immens. Ich hätte nichts dagegen, wenn man hier sozusagen wie im Fernsehen sagt, ich gebe so und so viel Geld für werbefreie Stadt, weil das auch eine sehr starke Beruhigung nach sich ziehen würde. Und Sie sehen hier, ist auf der nächsten Folie kommt man aus der U-Bahn und das Neueste sind diese Leuchtkästen. Ja? Das heißt, wir haben eigentlich eine völlig kaputte Wand und davor ein edles Bild mit Leuchtkasten. Es wird noch schlimmer, wenn das dauernd wechselt. Das heißt, unsere Aufmerksamkeit wird dauernd auf diese Bilder gelenkt. Und dann sehen Sie im Hintergrund sogar in den Stufen, sieht man also dann Rittersport. Und man kommt oben an, hebt den Kopf und guckt nochmal auf Rittersport. Im Grunde ist das eine Groteske, was man den Menschen da zumutet. Und all dieses, wie gesagt, hat Auswirkungen auf unsere Psyche, auf unser Leben, negative Auswirkungen. Es gibt andere Städte, wo das komplett darunter gefahren ist. In Frankfurt wird das ja wohl immer ausgeschrieben und extra weiterverkauft. Und es gibt auch diese neue Entwicklung dieser in Anführungszeichen Litfaßsäulen. Rechts eine klassische Litfaßsäule, die sehr dienlich ist. Die kennen wir aus unserer ganzen Baugeschichte heraus. Da sind Dinge dran, wo wir uns informieren über Veranstaltungen. Und das ist sehr, sehr nützlich, informativ und hat auch irgendwie für uns, spricht es mit uns. Während das Neueste sind diese Plexi- oder Blechdinger, die jetzt überall rumstehen, völlig unvermittelt, größer sind. Auch da wird oft das gewechselt. Und ein wunderbares Beispiel dafür, was solche Dinge räumlich verursachen, ist der Merianplatz. Und plötzlich steht dieses Ding da. Das heißt, der Platz, es wird völlig verändert und besetzt mit dieser Säule. Und man fragt sich natürlich, wer entscheidet das? Warum lassen wir das zu, dass die Stadt mit solchen Dingen verschmutzt wird? Muss das denn sein? Und warum gibt es keine Gegenbewegung? Warum bin ich einer der wenigen, dem das auffällt? Also deswegen auch vielleicht ein Appell, ich bin ja hier bei der Bürgerstiftung, vielleicht solche Dinge mal zu thematisieren und zu hinterfragen. Also wie gesagt, ich bin gerne bereit, eine Anti-Werbungsabgabe zu machen, weil es wird ja mit Sicherheit argumentiert, wir haben da, was weiß ich, 3-4 Millionen im Jahr, was diese Firma uns bezahlt und wir brauchen das und so weiter. Also wir können ja mal vielleicht eine Stiftung machen für Beseitigung von sämtlicher Werbung. Ich glaube, dass es extreme Effekte hätte auf unsere Psyche. Wir gehen aber weiter zu dem Thema Platz. Da gibt es den sogenannten François Mitterrand-Platz. Ich glaube, die wenigsten kennen den, weil er nicht im Bewusstsein ist, mitten im Bankenviertel. Der sieht so aus, eigentlich das Übliche, das sehen wir jetzt gleich noch öfters, eine völlig versiegelte Fläche. Darauf solche Dinge, die aussehen wie Liegen. Also man könnte sich schon vorstellen, dass man sich da hinlegt. Umlaufend gibt es diese Bäume und eigentlich habe ich auf dem Platz noch nie jemanden gesehen. Den Platz gibt es gefühlt 10 Jahre. Sie sehen, die Bäume, die waren noch viel, viel kleiner, sind nach wie vor immer noch zu klein und bewirken eigentlich nichts. Wo ist das Problem des Platzes? Ein Platz wird eigentlich immer entschieden am Rand. Am Rand dieses Platzes sind umlaufend Straßen. Die Häuser selbst tun nichts für diesen Platz, weil die ganzen Erdgeschosse sind auf Hochparterre bzw. sind geschlossen. Also sie sprechen nicht mit dem Platz. Mit diesen Grundvoraussetzungen kann man im Grunde keinen Platz im herkömmlichen Sinne, belebten Platz organisieren, weil die Kommunikation mit den Häusern außenrum völlig fehlt. Deswegen ist dieses Konzept dieses zugepflasterten Platzes völlig falsch.
Jetzt stellen wir uns doch noch mal vor, 45 Grad Hitze über diesen Platz zu laufen. Ich glaube, das braucht nicht viel Fantasie, was wir da sehen, warum man da nicht rüberlaufen. Sie sehen hier noch mal die Situation abgeklemmt. Und wir sehen eigentlich ein anderes Beispiel, ein positives Beispiel, Opernplatz. Da haben wir eben die Gebäude, die unten alle die öffentlichen Zonen haben. Da sitzt man draußen. Natürlich hat man auch den Vorteil, dass man auf die Oper schaut, was ein schönes Gebäude ist. Wir dürfen ja nicht verheimlichen, dass unser Wohlbefinden sehr stark auch davon abhängig ist, wo schauen wir drauf, was sind das für Gebäude. Wenn die Gebäude hässlich sind, können wir doch hingehen und können sagen, wir pflanzen einfach einen großen Rasenplatz und machen da große Bäume hin. Dann sieht man die Häuser nicht mehr. Aber man kann sich doch vorstellen, dass die ganzen Menschen, die in den Banken rundherum arbeiten, das sind ja sehr, sehr viele, in der Mittagspause sich einfach unter so einen Baum legen und Mittagspause oder Mittagsschlaf oder was auch immer machen. Dann hätte der ganze Platz auch einen Sinn. Zumal wir auch noch mal eine ökologische Fläche hätten, einen Wald, nenne ich das jetzt mal, der für das Klima, für den Sauerstoff und dergleichen Dinge sehr, sehr gut wäre. Weil rundherum ist eigentlich kein Grün. Oder ganz banal, wenn wir das Pflaster haben, wir pflanzen einfach riesige Bäume und schaffen so eine Art von Dach, ein grünes Dach, unter dem auch vieles möglich ist. Das sind alles Beispiele, die ich weltweit irgendwo fotografiert habe. Ich sage jetzt nie, wo das ist, dann heißt ja gleich, ja, wir sind ja nicht in sonst wo. Nein, es sind alles Beispiele, die zu tun haben mit dem Menschen und das Verhalten des Menschen. Und das ist eigentlich überall weltweit identisch. Wir kommen zum ähnlichen Beispiel, dem Atzelbergplatz. Hier ein ewiges Problem gewesen, zusammen mit den Bürgern entwickelt. Ergebnis auch da komplett versiegelt, rundherum eine völlig tote Fläche. Trotz Bürgerbeteiligung entsteht sowas, wobei ich glaube, das liegt schon daran, mit wem diese Bürger dann kommunizieren. Links sehen Sie auch dann nochmal diesen Boden, immer sehr beliebt, Entschuldigung, sehr beliebt, den Bodensprudler. Also da sind so verklemmte Wasserspiegel deswegen, weil wenn jetzt da irgendwie Buden draufstehen, dann kann man das Wasser einfach ausstellen, sehr praktisch. Auch wieder das Thema minimale Bäume. Dann gibt es eine riesige Wand, die nach unten führt zur Kirche. Da steht dieser Baum davor. Im Grunde, wir wissen so, ein Baum, bis der überhaupt irgendwann mal Schatten spendet oder als Baum wahrgenommen wird, dauert es, ich schätze mal, 30 bis 40 Jahre. Warum pflanzt man so ein mickriges Ding? Dann gibt es diese riesige Wand aus Beton. Sicher, die wächst irgendwann zu mit Efeu. Nur, das wird auch 30 bis 40 Jahre dauern, bis die Wand überhaupt irgendwann mal einen menschlichen Maßstab bekommt oder grün wird. Und in der Zwischenzeit wird die garantiert, weil sie Aggression eigentlich ausdrückt, zugesprayt mit Graffiti. Es gibt ein kleines Beispiel, wie so eine Wand auch aussehen kann, wo man nochmal eine Zonierung einführt und wo man eben mit Materialität im Grunde ein ganz anderes Gefühl zu der Wand entwickeln kann. Oder wir haben natürlich das Beispiel Paul-Arnsberg-Platz im Ostend. Auch der Platz in der Bevölkerung mittlerweile sehr umstritten, weil Sie sehen das gleiche Muster, Versiegelung der Fläche, minimale Bäume, auch da gibt es den Platz, ich glaube, gefühlt 20 Jahre. Minimale Bäume, nichts los, auch die gleichen Gründe. Die Gebäude kommunizieren nicht mit dem Platz. Sie sind teilweise durch die Straße abgetrennt oder hier dieses Gebäude gibt es im Erdgeschoss eine Privatzone, der ist mit Grün abgetrennt. Das heißt, auch da gibt es keinerlei Anlässe, mit diesem Platz irgendwas zu machen oder auf dem Platz sich zu treffen, was auch immer. Die Bürger haben das auch alles schon bemängelt, schon öfters bemängelt. Es gibt da wohl Initiativen, aber das läuft ja meistens darauf hinaus, dass man mit irgendwelchen Eisenbahnschwellen irgendwelche Beete macht, die ein Provisorium haben, und dann wird es eigentlich noch schlimmer. Man müsste diese Plätze im Grunde alle komplett überdenken. Wir kommen natürlich zu einem, das ist auch in der Öffentlichkeit immer sehr umstrittenen Platzthema, im Grunde diese drei Plätze, die als solche nicht wahrnehmbar sind. Goethe, Rathenau, Rossmarkt, Platz. Im Grunde eine große zusammenhängende Fläche, machen wir uns nichts vor. Ein Platzraum ist immer dann da, ein Raum, wo er abgetrennt wird. Hier weiß man eigentlich gar nicht, wo was ist. Wir fangen an im Rossmarkt, am Rossmarkt. Auch da Riesenfläche mit Bedacht so gewählt, weil die nämlich bespielt werden soll mit Events. Ja? Sie kennen das, dann ist dann das Grüne Soßefest, dann ist ein Riesenzelt da, man muss Eintritt bezahlen. Das heißt, diese Fläche wird eigentlich für private
Dinge benutzt und entfällt den Bürgern. Eigentlich, hier habe ich auch schon Autoverkäufe, Werbung für Autos gesehen und dergleichen Dinge. Also eigentlich eine Eventfläche für privates Nutzen, der nur bestimmten Menschen zugutekommt. Dann geht es weiter in diese andere Platzfläche. Ich glaube, das ist dann der Goetheplatz, wenn ich richtig weiß. Grauer Sand, Bänke völlig ohne Bezug zueinander. Auch diese Bäume stehen jetzt mindestens 10 Jahre. Das heißt, sie haben überhaupt keine räumliche Wirkung, sind eigentlich ohne jegliche Ausstrahlung auch. Also hier fehlt auch jede Seele von irgendwas. Und die Bürger haben das längst bemerkt. Nebenbei war das ja auch damals ein Wettbewerb extra. Und wir sehen daran auch, dass Wettbewerbe keine Garantie sind, dass irgendwas Vernünftiges entsteht. Dann die andere Platzseite, da gibt es auch wieder diese Bodensprudler, sieht man gerade nicht. Auch hier eigentlich läuft man nur über den Platz hinweg, um von der Hauptwache zur Goethestraße oder in die Freskas zu kommen. Sonst gibt es da eigentlich nichts. Wenn wir über Brunnen, das ist immer ein sehr beliebtes Thema, Bodensprudler reden, dann haben wir eigentlich ein gutes Beispiel, den Walter-von-Kronberg-Platz am Deutschlandufer. Hier gibt es einen Brunnen, der hat an ganz verschiedene Wasserspiele, also mal klein, mal groß. Und das ist eigentlich ein Anlass für Kinder, da im Sommer extrem rumzuplanschen und ein Anlass auch da zu sitzen. Und dann gibt es nebenan diese Pergola, ein ganz einfaches Ding, unter dem man auch dann sitzt, angegliedert auch ein Restaurant. Das ist einer der wenigen neuen Plätze in Frankfurt, wo ich glaube, dass sie funktionieren. Einfach weil da viele Menschen im Sommer sich treffen. Nebenan gibt es noch ein Restaurant. Leider Gottes ist auch dieser Platz mit einer Straße von der Wohnbebauung abgetrennt worden. Sinn dahinter verstehe ich nach wie vor nicht. Wir sehen aber auch jetzt hier in Paris nochmal, ist nämlich doch der Name, wo es ist, mit solchen Pollern. Das sind auch Anlässe, sich da drauf zu setzen. Da werden auch Flächen mal getrennt, wo man zwischen Ruhen und Bewegung trennen kann. Und ich habe jetzt einfach nochmal gesagt, was könnte man sich denn da eigentlich vorstellen, wenn wir sagen, großer Platz, alles einen Zusammenhang, dann bitte lieber dann sowas in Paris mit großen Bäumen, beidseitig mit Alleen, mit grünen Flächen, wo man sagt, es ist jetzt bewusst ein großer Platz, den fassen wir einfach mal zusammen. Oder wir trennen den, weil es gibt ja die Möglichkeit, dazwischen ein Gebäude zu stellen. Nur, da gibt es ja auch schon Fundamente, die vorgesehen sind zwischen Rossmarkt und dem anderen Platz. Nur, wir wissen auch, wenn da jetzt gebaut wird, wird man einen Architekturwettbewerb ausschreiben, es wird irgendein High-End-Ding da stehen, was irgendeinem Architekten gefällt. Und ich glaube nicht, dass es irgendwas was rauskommt, was für die Bürger irgendeinen größeren Nutzen haben könnte. Jetzt, das ist jetzt vielleicht Kollegenschelte, aber lieber eine Grünfläche, da kann man eigentlich was mehr für die Menschen an der Stelle tun. Vielleicht nochmal, es gibt einen Hinweis, da gab es auch diese Versuche mit Grünwänden, das Klima zu verbessern. Das ist alles relativ hilflos, also fahrbaren grünen Wänden. Sie kennen das vielleicht noch aus der Presse, die sind jetzt irgendwo abgestellt. Ich glaube, die werden da wieder hingefahren. Das sind eigentlich alles hilflose Versuche, die Qualität dieses Raumes zu verbessern. Wir kommen zu meinem Lieblingsthema, nämlich dem Sandweg. Damit bin ich natürlich persönlich sehr stark verbunden, weil ich den Sandweg täglich benutze. Das heißt, ich fahre mit dem Fahrrad in dieser Richtung und mit dem Auto, obwohl wir sehen dann hier, da die Fahrräder dürfen gegen die Einbahnstraße fahren. Die Straße hat die Charakteristik, dass Sie hier unten sehen, rechts sind Senkrechtparker, links sind Parallelparker. Weiter oben, wenn Sie genau schauen, sehen Sie, da sind dann rechts die Parallelparker und links die Senkrechtparker. Diese Aktionen haben wir jeweils einem Stadtrat zu verdanken. Dem ersten Stadtrat haben wir zu verdanken, dass die Fahrräder plötzlich gegen die Fahrtrichtung der Autos fahren dürfen. Der andere Stadtrat hat dann diesen Wechsel gemacht zwischen Links- und Senkrechtparkern und Parallelparkern, um den Verkehr zu verlangsamen. Da hat auch noch welche Hubbels eingeführt. Das war ganz groß in der Zeitung. Jeder, der da wohnt, schüttelt eigentlich bloß den Kopf, weil wir haben doch hier das Problem, dass wir, wenn wir das genau anschauen, die meiste Fläche für das Auto haben. Also praktisch 80% des Raumes zwischen den beiden Häusern ist eigentlich Autoverkehr. Und diese gegenläufigen Fahrradwege sind eigentlich jedes Mal Stressfaktoren für den Fahrradfahrer wie auch für den Autofahrer. Wir haben auch eine sehr schmale Bürgersteige, sodass eigentlich da an dem Bürgersteig, wie hier in dem Beispiel, nichts mehr passieren kann. Die Bürgersteige sehen nämlich eigentlich so aus, mit einem schwarzen Glas,
Das ist der Rest, der bleibt für die Menschen in dieser Straße. Wenn jetzt jemand die Straßenseite wechseln will, das ist eine äußerst gefährliche Situation, weil er zwischen den Autos hindurch da raus muss. Und eigentlich ist das für mich ein tägliches Elend. Die Straße hat eigentlich von den ganzen Funktionen, die da rum angesiedelt sind, den ganzen Läden und so weiter, eine wunderbare Situation, weil das eine intakte Straße ist. Das heißt, sie finden alles, also von der Wäscherei bis zum Eis, zum Haare waschen, schneiden, bis zum Kindergarten, gibt es alles da. Es gibt verschiedene Restaurants, also von den Funktionen eigentlich die wunderbarste Voraussetzung, eine wunderbare Straße zu machen, weil es einfach alles da gibt. Und dann anderes Thema, Sie sehen auf dem Boden, worauf bewegen wir uns eigentlich immer? Wir sind immer eigentlich auf diesem sogenannten Knochenpflaster. Das ist eigentlich durchgängig unser Pflaster in der Stadt. Das hat natürlich, typisch deutsch, eine wunderbare Funktion, dass wenn da ein Baum ist, das hochgeht und nicht auseinanderbricht und so weiter. Wir denken in Deutschland immer sehr stark funktional. Das heißt, es reagiert auf irgendwelche Unebenheiten. Und dieses Pflaster ist für mich ein Übel, ich weiß nicht, wie ich das jetzt ausdrücken soll, ein durchgängiges Übel, was eigentlich dem jegliche Eleganz, Schönheit, Alterungsfähigkeit, alles, was wir als Themen haben in der Stadt, an Materialien abgeht. Wenn wir uns das Bild hier anschauen, sehen wir hier Pflaster, das ist vielleicht gefühlt 500.000 Jahre, wie auch immer. Es ist kaputt, es ist ausgepflegt. Es ist schmutzig auch, aber das Laufen auf diesem Pflaster ist, glaube ich, viel, viel angenehmer als auf diesem Kopfstein, auf diesem Verbundpflaster heißt es ja, oder Knochenpflaster, der noch schönere Begriff. Wir sehen in anderen Städten diese Kombination zwischen Kleinpflaster und großen Platten. Das ist jetzt ein ganz normaler Straßenraum, ich glaube in Berlin irgendwo, wo wir sofort sehen, wir bewegen uns völlig anders auf diesen Platten. Diese Platten strahlen auch Geschichte aus, sie sprechen mit uns. Wir können uns vorstellen, dass diese Platten seit dem 19. Jahrhundert schon da liegen. Sie sind schon immer da. Das ist dieses Thema der Permanenz ist bei Materialien extrem wichtig. Und es ist ein System. Das heißt, in Berlin gibt es dieses in der großen Platten, links und rechts, Kleinpflaster. Das gleiche System gibt es auch in Potsdam. Und das trotz aller Zeitspuren zeigt das eine gewisse Eleganz und Erhabenheit. Kommen wir zurück zum Sandweg. Jetzt sehen wir hier eine Situation, wenn Autos von unten kommen. Stellen Sie sich vor, jetzt kommt Ihnen ein Fahrradfahrer oder mehrere mit einem riesen Tempo entgegen. Das sind Strecksekunden für den Fahrradfahrer und für den Autofahrer. Das heißt, man wird nie schneller als 30 fahren, weil es ist auch noch nie ein Unfall passiert. Aber darum geht es ja auch nicht. Es geht darum, was passiert, während ich mich durch die Stadt bewege. Der Adrenalinspiegel steigt, die Aggression steigt. Wenn ich abends nach Hause fahre, dann fahre ich eben in diese Richtung auch. Dann hinter mir, weil die nicht überholen können, gibt es hinter meinem Fahrrad 3, 4 Autos im Schritttempo, die ganz nervös hinter mir herfahren. Sie können mich nicht überholen. Ich fahre zwar ganz rechts, aber sie können mich nicht überholen. Und dann gibt es doch eine Stelle, wo sie vorbeikommen. Jedes Mal gibt es den Schock, fahren die mich jetzt um oder was passiert? Beim Autofahrer wahrscheinlich die gleiche Situation, dass er natürlich auch ganz nervös ist. Warum ist da schon wieder so ein scheiß Fahrradfahrer auf Deutsch? Also es gibt einfach ein Aggressionspotenzial über die Situation. Wenn wir jetzt mal die Politik ernst nehmen, dass sie sagen, wir müssen einen Ausgleich schaffen für die Verkehrsteilnehmer, dann heißt es doch hier in der Straße bei 80% Autos, wir müssen zumindest die beiden Parkstreifen an der Seite wegnehmen. Wir müssen auch ein paar Bäume hinstellen und wir müssen Raum schaffen für Fußgänger und Radfahrer. Ich will jetzt nur mal provokant ein anderes Bild einfügen, wie sowas denn zum Beispiel in anderen Städten aussieht. Das ist doch einfach ein Bild, was eine absolute Ruhe darstellt. Man hat die Flächen, wo man läuft, das ist ein elegantes Pflaster. Man hat drüben eine Fläche, wo man sitzt, auf der rechten Seite. Und man hat sogar noch eine Straße. Das heißt, man muss nicht unbedingt jetzt das komplett verkehrsfrei machen, aber doch mindestens eine Einschränkung der Überlastigkeit der Autos. Es gibt ja auch in Frankfurt eine Theorie von irgendeiner Partei, man müsse den Verkehr der Fahrradfahrer von den Hauptstraßen verteilen auf die Seitenstraßen. Dann fragt man natürlich sich, jetzt wenn ich zurückgehe, ja, was soll ich denn da noch einen zusätzlichen Radverkehr hinverteilen? Wie geht das denn eigentlich? Also Sie sehen an diesen Kommentaren von mir zu diesen Aussagen, dass wir es zu tun haben mit völlig irrealistischen Forderungen und Thesen, die mit der Realität doch überhaupt nichts zu tun haben. Wenn wir über Fahrradfahrer reden,
dann ist es nicht die rote Farbe, sondern dann ist es vielleicht dieses Beispiel, wo der Fahrradfahrer völlig getrennt von den Autoverkehren in aller Ruhe ungestört geradeaus fährt oder auf einen Bogen fährt, sich überholen kann und möglichst wenig Querungen da sind. Sowas gibt es in Frankfurt natürlich auch. Das ist Frankenallee, ein wunderbarer Stadtraum. Auch hier endlich mal ein anderes Pflaster, wo man hier Bürger laufen und fahren hat mit dem Fahrrad ohne Störung durch das Auto. Diese Räume ließen sich im Anlagenring zum Beispiel nochmal herstellen. Im Anlagenring fahre ich jeden Tag. Kann man zwar auch ohne Autos fahren, aber es sind geschlängelte Wege, meistens völlig vermatscht, sodass man völlig verschmutzt im Büro ankommt, wenn es regnet. Das heißt, Fahrradfahren heißt auch ungestört fahren, stressfrei fahren. Wie komme ich jeden Tag zur Arbeit? Was erlebe ich da eigentlich? Und das sind Themen, die haben mit Lebensqualität zu tun. Und daran müssen wir eigentlich arbeiten und uns auch diese Räume zum Vorbild nehmen. Das heißt, wir müssen nicht ins Ausland fahren. Wir haben diese Räume auch bei uns. Wir müssen sie nur erkennen und müssen sie in andere Orte spiegeln. Wir sehen das nochmal hier zurück zum Sandweg. Nur um eine Qualität nochmal zu zeigen, die sich uns da bietet. Hier ist der Vorgarten verschwunden, dafür diese Betonkästen und nebenan, Sie sehen eigentlich ein ganz schönes Haus, stehen dann diese Abfalleimer rum, Müllbehälter rum und dann fragt man sich, warum muss das denn eigentlich sein? Wie können wir unsere Umwelt so kaputt machen, weil es ein tägliches Laster ist, an diesen Dingen vorbeizugehen. Sie sind dann verschmiert. Oder das nächste Bild, dann wird dann mutwillig der Vorgarten beseitigt, dann wird so ein Holzkiste hingestellt. Dann steht, glaube ich, da auch noch drauf, dass es Privatfläche ist. Das heißt, ursprünglich die Qualität in diesem Raum war mal der Vorgarten, der wird da mutwillig weggenommen. Warum? Weil da hinten eine Bank ist und weil die ein Schaufenster hat, vermute ich mal. Oder hier sehen Sie, an der Querstraße von Sandweg ist auch der Vorgarten komplett beseitigt worden und da ist jetzt Regi-Zaun heißt der, glaube ich, ohne dass ich jetzt hier Werbung machen möchte. Und das ist einer der fundamentalen Punkte in Frankfurt. Wenn wir in Frankfurt sagen, wo ist denn eine qualitativ hochwertige Straße, was sind denn die qualitativ hochwertigen Orte, wo wir uns gerne bewegen, dann sind es doch diese Orte, wo wir einen Vorgarten haben mit einem Zaun, dahinter ist es grün und wir laufen an diesen Dingen entlang. Und warum ist das denn auch die Qualität? Auf der einen Seite die formale, wir haben Grün, wir haben Zäune, wir haben Dinge, die sich abwechseln, verschiedene Zäune, verschiedenes Grün. Gleichzeitig aber auch die Trennung des öffentlichen Raumes, Bürgersteig, von dem Privaten dahinter, den Schutz der privaten Räume. Privatheit kann nur funktionieren, wenn die abgeschieden ist, wenn die getrennt ist von der Öffentlichkeit. Was wir aber sehen in Neubauten ist ja eigentlich sowas, dass hier ein Weg langläuft und man direkt zum Wohnzimmer oder Schlafzimmer kommt. Das sind einfach fundamentale Fehler. Das liegt zum einen an den Architekten, muss man ehrlicherweise sagen, Kollegen Schelte, dass die da keinen Sinn dafür haben. Und zum anderen natürlich auch an den Investoren, dass die jetzt wie in dem Bild hier, das ist eine Neubebauung an der Hauptstraße, natürlich die Wohnungen sehr, sehr teuer verkaufen und sie gar keinen Sinn darin sehen, hier den Bürgersteig mit einer vernünftigen Vorgartenwand abzutrennen und dieses perspektivische Hundeklo nicht entstehen lassen zu dürfen. Ja? Das würde ein paar Mark kosten. Aber auch da ist die Frage, warum passiert das nicht? Weil die Stadt als der eigentlich Regent, dieser Dirigent, diese Sachen nicht vorgibt. Wir versuchen, das sehen Sie an den Beispielen, eigentlich links das alte Bild, klassischer Stadtraum, mit unserer Architektur diese Sachen zu simulieren. Das ist ein Projekt im Riedberg, wo wir damals es geschafft haben, die Hessenagentur zu überzeugen, bei dem Ursula Hang, dem zweiten Bauabschnitt, alle Häuser mit diesem System auszustatten. Vorgarten, Vorgartenzaun, Frankfurter Zaun sogar hier. Und zu sagen, das ist Bedingung für jeden, der da baut. Deswegen, wenn Sie da hinkommen, Niederursula Hang, vielleicht erkennen Sie das, dass eben nicht der Zugang direkt zum Wohnzimmer ist, wie das hier ist. Das ist der erste Bauabschnitt Niederursula Hang. Sie kommen vom Bürgersteig direkt ins Wohnzimmer. Der Ärmste da hinten hat dann dieses Gitter zugemacht mit irgendwelchen Tüchern, weil er sich schützen will. Und das ist eigentlich ein falscher Umgang mit den Menschen, die dahinter wohnen, genauso ein falscher Umgang mit Stadt. Auch da fehlt komplett die Vorgartenzone, auch da ist der Hundeklo. Hier wird nicht mal irgendwas angepflanzt, sondern es ist einfach nur Rasen. Und das ist eigentlich, und sehen Sie hier auch Beispiele, ganz krass, da läuft man direkt am Wohnzimmer vorbei. Und das sind wieder Beispiele von unseren Architekturen, wo wir einfach versuchen,
diesen Gebäuden Halt zu geben, Klarheit zu geben vom Raum, wo ist Öffentlichkeit, wo ist privat. Gut, ich mache jetzt hier ein bisschen Werbung für unsere Architektur, aber wir haben dafür ja lange gekämpft und wenn es gut ist, kann man es ja, glaube ich, auch zeigen. Ich hoffe, dass sich da viele vielleicht mal was abgucken und da ein Beispiel nehmen oder dass Menschen in der Stadt, die Entscheider, sich das auch mal anschauen und die Sinnfälligkeit von diesen Maßnahmen erkennen. Weil die Realität ist ja diese, das ist Europaviertel, breiter Bürgersteig, wo man sagt, boah, da kann ja eine ganze Menge passieren. Nur das sind jetzt sechsgeschossige Häuser und das sind dann die Eingänge. Jetzt fragen Sie sich, warum steht denn der Briefkasten davor und dieser Feuerlöschkasten? Ja, das gehört noch zum Grundstück von dem Besitzer. Und das, wo dieses Lochblech da oben drüber liegt oder wie es immer heißt, das ist der Eingang zu diesem Haus. Und das sind Dinge, wo ich als Architekt mich täglich aufrege darüber, wo ich denke, wie kann das sein, wo ich schlechte Laune bekomme. Deswegen gehe ich auch so wenig in diesen Quartieren spazieren. Hier ein anderes Beispiel, ein Dach von einem Kino, eine kleine Tür, völlig falsche Mittel für dieses Thema. Und das ist ein Eingang von uns, wo man dann sieht, wir haben auch dann das Ganze nach außen verlagert. Also dein Klingel, Briefkasten ist außen. Man kommt nicht mal zum Haus hin, man muss dann klingeln und dann wird von innen aufgemacht. Das ist das Optimum. Und das ist eigentlich, das Thema ist im Grunde, diese ganze Eingangssituation ist für den Menschen, der da vorbeiläuft, von unheimlicher Bedeutung. Wenn ich jetzt an so einer Wand vorbeiläufe und spüre, da hat sich jemand ein bisschen Gedanken gemacht. Ich glaube, das hat einen sehr starken Einfluss auf seine Psyche. Dass man die Handwerklichkeit erkennt, dass man erkennt, jemand hat nachgedacht, wie breit ist der Eingang, er springt etwas zurück. Also wenn einer rauskommt, steht er nicht sofort auf dem Bürgersteig, der andere kommt mit dem Kinderwagen, es gibt keine Kollision. Das sind Dinge, die was mit Qualität im Stadtraum zu tun haben, die das regeln, Individuum zur Gesellschaft, die das klar und eindeutig regeln. Wir kommen jetzt nochmal in diesem Zusammenhang zu einem meiner Lieblingsbeispiele eines Gebäudes, wo eigentlich dieses Unsägliche passiert ist, dass man fängt an links, da kragt das Gebäude einfach über den Bürgersteig unten. Es geht dann mit diesen Betonfertigkeilen eine leichte Rampe hoch. Da drauf steht dann der Briefkasten, das ganze Zeug, ein merkwürdiges Vordach. Es gibt dann in dem einen Bild, sehen Sie das rechts, einen Abgang in den Keller von der Straße direkt aus. Und das ist der Zugang zu diesem Haus. Ich habe dann mit dem Investor mal gesprochen. Er sagt, das Gebäude hätte mehr innere Werte. Nur wir reden hier von dem Verhältnis Öffentlichkeit, Privatheit. Die inneren Werte sind eigentlich völlig gleich für jemanden, der hier vorbeiläuft, für die Gesamtgesellschaft. Oder eben, dass hier die Autos direkt aus dem Haus kommen und dann wird einfach die Dämmung, dann hört man da auf, dann hat es diesen Sockel da mit dem Grau, weil es technisch nicht notwendig ist, dass man das bis nach unten durchführt. Also hat man wieder Geld gespart. Das sind Dinge, die uns im Alltag begegnen, die für mich natürlich extrem auf meine Psyche wirken. Aber ich glaube, jeder, der vorbeiläuft, wird indirekt damit konfrontiert und wird indirekt auch da, hat es Einfluss auf sein Wohlbefinden. Wir kommen noch mal ganz schnell auf das Thema Zeil. Sie kennen das ja. Das wurde sehr, sehr aufwendig saniert von einer Weile. Dann wurde dieses Pflaster komplett neu gemacht. Das ist handwerklich wunderschön, war auch sehr aufwendig, hat auch alles extrem lange gedauert. Es gibt dann diese Stellage da oben mit Lampen. Habe ich damals schon gesagt, was soll denn dieses Zeug? Das macht den ganzen Raum nervös. Es gibt dann diese umlaufenden Bänke, deswegen, dass da niemand Obdachloser sich hinlegt. Wurde mir so erklärt. Edelstahl, auch sehr pflegeleicht. Und wir haben das System, dass wir an der Seite links und rechts laufen. In der Mitte sind die ganzen Funktionen angegliedert, also Bänke, Fahrradständer. Also es ist voll mit Funktionen. Und dann ist das Ganze dann zugemacht mit einem Pavillon. Ursprünglich war das ja so, da standen, wenn Sie sich erinnern, Pavillons rum, im Original noch. Die waren hochwertig aus Carrara-Marmor, die standen auch längs zur Richtung. Und es gab eine lange Diskussion, dass die Pavillons, die sind an allem schuld. Die sind am ganzen Problem, der Zeil wurde an diesen Pavillons festgemacht. Dann gab es auch da einen Wettbewerb, den hat ein sehr guter Kollege gewonnen, Ferdinand Heide. Das Ganze wurde dann der FAAG, ABG übergeben und dann wurden da entstanden diese Blechkisten, die wie Stopfen auf dieser mittleren Reihe sitzen. Ferdinand Heide ist einer der besten Architekten der Stadt. Ich glaube, wenn es nach ihm gegangen wäre, würden die Dinge auch völlig anders aussehen.
typisch für diese Blechkisten das schwarze Glas, das auch sagt, ich will nicht, dass du reinkommst, ich will auch nicht, dass du reinschaust. Das ganze Thema bei Straßencafés ist einfach reinzuschauen, wer sitzt da, von drinnen rauszugucken. Diese Kommunikation der Häuser mit der Umwelt ist hier völlig stillgelegt. Und wir sehen an der Seite diese riesen Verglasungen mit den Kaufhäusern. Wir wissen alle, dass das nicht nachhaltig ist, dass das eben weg muss irgendwann mal. Und unser Vorschlag war eigentlich, diese Erdgeschosszonen eigentlich mit diesen Nutzungen wie Cafés, Restaurants, öffentliche Kultur zu füllen, dass die sich daraus entwickeln und das eigentliche Laufen dann in der Mitte passiert. Das heißt, links und rechts ist der Ruhebereich, Sitzen, Schauen, in der Mitte des Bewegens. Dann sind wir eigentlich wieder an dem ursprünglichen Thema, was die Architekten damals in den 70er Jahren hatten, nämlich diese Rambla in Barcelona, dass in der Mitte gelaufen wird und draußen wird geguckt. Und wir brauchen, wie gesagt, im Erdgeschoss diese Flächen, die diesen Raum auch bespielen. Die Idee zu sagen, das Ganze ist nur so schlecht und kriminell, weil die Autos fehlen. Wir müssen die Autos wieder reinholen, das erzählt ja ein Kollege seit 30 Jahren, halte ich für völlig falsch, weil als wenn jetzt die Autos den ganzen Raum verändern würden. Wir sind doch froh, dass wir keine Autos haben. Und wir haben die Chance hier mit einer ganz minimalen Veränderung einen großstädtischen Boulevard mit einer extremen Lebensqualität zu erzeugen. Ich darf natürlich auch nicht Ihnen dieses Bild vorenthalten, dass in der Nähe, auch hier Zentrum Konzertwache, so sieht das aus. Das ist unsere Realität in der Stadt, im Zentrum von Frankfurt. Eigentlich ist das No-Go. Wir haben hier noch ein kleines Detail, wir haben dieses Fahrradhaus. Vielleicht erinnern Sie sich daran, das wurde ganz, ganz groß eröffnet. Der Oberbürgermeister war dabei, der Stadtrat, wo man sich sagt, wie kann man eigentlich so ein hässliches Teil einfach irgendwo hin platzieren? Warum kann sich niemand da mal Gedanken machen, wie so ein Ding eigentlich aussieht? Wurde ganz groß gefeiert. Zeigt eigentlich nur das Problem, was wir in der Stadt haben, dass uns vielen oder der Regierung oder was auch immer, den Entscheidern, eigentlich egal ist, wie das aussieht, egal ist, wie das wo steht. Und es kann uns nicht egal sein, das hat mit dem Allgemeinwohl zu tun, wie diese Dinge aussehen. Wir kommen zum letzten Thema, auch ein Thema, was uns eigentlich alle sehr stark am Herzen liegt, die mit der Stadt zu tun haben, Goethehöfe. Ausgangspunkt ist ja eigentlich ein wunderbarer, dass wir das Goethehaus haben, wir haben nebendran das Romantikmuseum, wir haben dahinter die Volksbühne, wir haben ein Café. Im Grunde diese Kombination würde ja beinhaltet eigentlich die Möglichkeit, einen wunderbaren Raum zu schaffen, der diese Dinge verbindet und der Stadt ein neues Herz, ein intellektuelles Herz, wie nennen wir das auch, wie wir wollen, einen kontemplativen Raum zu geben, der mit diesem Thema Goethe, Museum, Volkstheater, der alles verbindet. Eigentlich ein wunderbarer Gedanke. Nur das Ergebnis ist jetzt das. Was sehen Sie hier? Die Rückseite, eben dieser mögliche Hof. Ein Museum, was sich komplett abschottet. Geschlossene Fenster, geschlossene Fassaden. Dahinter soll wohl irgendwo noch ein Garten für das Museum entstehen. Das wird aber, das sehen Sie ja auch, mit einer Mauer abgetrennt zu dem restlichen Hof. Und wenn Sie sich umdrehen, sehen Sie das ganze Desaster, eine Wohnbebauung mit Arkade, mit billigsten Balkons, schaut auf diese Fläche. Wir vermuten, dass die Fläche auch Feuerwehrumfahrt ist. Das heißt, die Feuerwehr muss da reinfahren, um da oben von den Balkons Menschen zu retten. Von daher wird auf der Fläche auch nichts weiter möglich sein. Und dann sehen Sie auch das Thema Arkade. Wunderbares Thema. Ob das jetzt an der Stelle richtig ist oder nicht. Der Gedanke war zumindest ursprünglich des Architekten, diese Arkade umlaufen zu haben und einen klassischen Raum zu bilden. Das ging eben nicht, weil der andere Kollege das nicht wollte, was auch immer. Es ist eine, wie Sie sehen, also ich gehe mal zurück, Entschuldigung, eine verstümmelte Situation. Die Arkade bricht ab, läuft gegen eine Wand. Dann kommt das Museum. Das heißt, die beiden Gebäude kommunizieren in keiner Weise miteinander. Und eigentlich, wenn man da steht, treibt es einem die Tränen in die Augen. Und man denkt dann, Arkade, was hätte das denn eigentlich sein können? Das kennen wir auch aus allen möglichen Situationen. Klosterhof, was auch immer das alles ist, mit der Breite, mit den richtig schweren Wänden, den geschlossenen Wänden, den Stützen. Und es könnte dann auch sein, dass es ein Hof da mittendrin ist, eine grüne Oase.
Oder es könnte einfach so eine Fläche sein, wo man da sitzt in diesen, zwischen diesen Wänden und so eine Art von Wohnzimmer. Selbst sowas, das ist jetzt im Museum, glaube ich, irgendwo, da sind auch eigentlich versiegelte Flächen. Aber die Fassade dahinter hat eine bestimmte Qualität. Da müssen auch nicht unbedingt Menschen wohnen, weil wir da sofort die Konflikte haben. Oder hier diesen Raum. Ich könnte damit natürlich fortfahren, was wir da an Beispielen haben, wo man hineingeht und sagt, boah, das ist aber toll, hier setze ich mich hin, hier bleibe ich, hier fühle ich mich wohl, hier treffe ich mich mit jemand, hier kann Kommunikation stattfinden. Hier kommen ja viele, die aus dem Museum, die aus dem Goethehaus, die aus dem Theater kommen. Die können, und das sind vielleicht auch alles gleichgesinnte, ähnlich gesinnte Menschen, die sitzen da und haben ein neues Wohnzimmer. Um das Gefühl, ich sitze eigentlich in einem Außenraum, der ein Wohnzimmer ist. Und damit möchte ich auch schließen mit so einem Bild, weil ich glaube, das ist eine riesen verpasste Chance, etwas zu schaffen, was unsere Stadt bereichert als Raum, wo wir hingehen, wo wir gerne hingehen, mit dem wir uns identifizieren, das ein Beitrag ist für das städtische Leben. Und wenn wir arbeiten, müssen wir schauen, diese Räume müssen wir bauen und wir müssen einen Beitrag zur Lebensqualität in dieser Stadt finden. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.